Hey, hey, hey. Hey, Hey. hey. Willkommen zurück an einem wundervollen Sonntag. Außer spielt Divinity Original Sin. Ja. Aber wir tun's für Außer euch. ihr guckt. Ja. Denn ich glaube, das zu gucken muss sehr, sehr entertainend sein. Naja, ich weiß nicht, ob das nicht eher so Hände auf dem Kopf zusammenschlagend ist oder so. Aber ja, wie ihr letzte Folge mitbekommen habt, ist Nubivan kurz mit Madora in Sehnsatz befördert worden. Ich glaube, das erste Mal in diesem Spiel. Na, bestimmt nicht das erste Ah, Mal. okay. Aber ja, wir haben neu geladen und jetzt gehe ich mal nach vorne, weil ja meine Wahrnehmung etwas höher ist. Und wir hatten ja hier Gegner. Also nicht die halt Gegner, das sind irgendwie so eine komischen Säulen, glaube ich, die er da anzeigt. Ja. Ich habe halt Angst, dass die das auch sind, die das auslösen, weil wenn das so ist, dann weiß ich nicht, wie wir darin jetzt vorbeikommen sollen. Dann ist das ja nicht wie mit, zumindest wie im letzten Teil, jetzt in der letzten Folge mit dieser Blitzwand, wo man einfach nur das Ding dafür entschärfen musste und dann sagt, super. Was hast du vor? Du hattest doch die eine Schriftrolle bekommen. Ja, die hat aber was mit der. Oh, ach so, Moment, das kann natürlich sein, dass das damit gemeint ist. Da war ja von den Feen irgendwie die Rede. Also. Hier, sprecht diesen Zauber vor der Barriere des Winterkönigs. Diese Zauberformel ruft die Geister des Feenlandes von ihren Stellungen weg und ihr könnt einfach passieren. Es ist die Frage, ich weiß nicht, wie ich es genau aktivieren kann. Ich kann es ja mal. Nee, ich kann es auch nicht in mein Inventar packen. Ja, Vorsicht, Madora. Vorsicht, Jahan. Meine Güte. Sonst wäre natürlich die Option, die ich sage, wir lassen Jahan einfach vorlaufen. Okay. Ich sehe, worauf sie hinaus wollen. Jetzt muss ich ganz kurz Glaube erstmal. ich. Ja, ich muss erstmal gucken. So bewegen. Ah, das sind mehr. Das kann ich auch erstmal nutzen, um. Ah! Guck mal, die drehen sich immer von. Genau, die gucken immer so nach irgendeinem Rhythmus. Das ist ja. Das ist ein neues Stück Hinweis. Das heißt, vielleicht, wenn die sich genau übereinstimmen, dass sich zwei angucken, würde dazwischen dann ausgelöst werden, dass das alles in die Luft fliegt. Aber Und hier wenn nicht, ist. dann nicht. Kannst du mal bitte versuchen, dort auf die blaue Mitte das zu werfen? Ja. Okay. Ich dachte, da wäre vielleicht eine Mine. Okay, willst du probieren oder soll ich? Ich versuche es einfach mal. Gleich. Nee. Wie zur Hölle funktioniert das? Wie zur Hölle funktioniert das? Ich verstehe es nicht. Das macht doch einfach keinen Sinn. Okay, ganz kurz bis gleich, Leute. Wir laden einmal kurz neu. Gut, versuchen wir es nochmal. Jawohl, vielleicht kann man schleichen. Habe ich auch schon überlegt. Dann gib Jahan. mir mal Jahan oder lass ihn zumindest hier stehen oder so. Ja, ach so, Oder stimmt, so, ja, geht natürlich auch. ich kann ihn auch aufteilen, komm. Nächster Versuch, Leute. Wir haben uns überlegt zu schleichen. Natürlich verwandeln wir uns in einen Busch, wenn wir hier in der Kerkerzelle sind. Das ist natürlich das Wahrscheinlichste. Das größte Problem ist halt einfach, dass man diese Wächter nicht komplett in den Augen hat. Man kann von hier aus zum Beispiel nicht sehen, ob die vielleicht nicht gleichzeitig in dieselbe Richtung gucken. Es könnte ja sein, dass immer während. Genau das nämlich. Dass anscheinend immer einer immer dorthin guckt. Aber wie kommt man dann da durch? Was ist denn das jetzt hier schon wieder für ein. Das ist doch totaler Schrott, Leute. Dieses Spiel kann doch niemals diese Bewertung bekommen haben. Ich meine. Ihr müsst euch nur die Hülle auf dem Spiel angucken. Da sind halt einfach so, ja, hier Dutzende Auszeichnungen, aber dann guckt euch den Schrott an.
Dass man vielleicht mal an der Stelle nicht weiterkommt, ist ja auch ganz verständlich. Aber ich meine, wir haben hier einfach nicht viele Optionen. Was sollen wir denn sonst tun? Okay, also der guckt immer. Der bewegt sich gar nicht? Nee. Wieso bewegt er sich nicht? Tatsache. Dann ist der das Problem. Ja. Aber wieso bewegt er sich nicht? Und was zur Hölle soll man denn dagegen machen? Gute Frage. Okay, Leute, wir laden noch einmal neu und werden in der Zwischenzeit einfach dann wieder mal die Komplettlösung kontaktieren. Ihr wisst ja, das, was einem so richtig schön viel Freude bereitet, wenn man wieder mal lieber gucken darf, wie soll man das denn machen, bevor man einfach rausfindet, wie man das machen kann. Bis gleich. Okay, wir haben hier kurz eine eiserne Jungfrau gefunden, von der wir erfahren haben, dass wir dort einen kleinen Dialog auslösen können. Tun wir das auch erstmal kurz. Oh, was für ein gutes Wesen ihr seid. Wie üppig eure Umrisse, wie ansprechend euer Verhalten und eure Schönheit. Kommt, kommt zu mir, kommt langsam herein. Ich glaube, es wäre nicht klug, eine eiserne Jungfrau zu betreten, egal wie herzlich ihre Einladung ist. Ja. Ja. Oh, sagt nicht dieses leidige Wort. Ich bin eine Maid und muss eine Maid bleiben. Wie schwer ich doch verflucht bin, verflucht nach dem Feuer der Lust zu schmachten, doch ewig Ausersandte, das Zügeln ihrer Flammen zu spüren, den Stoß ihrer Glut. Wie häufig wurden rotblütige Menschen eingeladen, in mich einzusteigen. Zur Umarmung hergeschliffen, tretend und schreiend. Aber nicht ich werde verzückt durchbohrt. Sie werden. Ich entziehe ihnen nicht, was Leben geben soll. Nein, nur ihr Lebensblut. Ich bin ein Zölibat mit tausenden Enden, die Jungfrau gezüchtigt mit der ewigen Züchtigung. Wie kommt es, dass ihr fühlt, was ihr fühlt? Wie könnt ihr ein Bewusstsein haben? Ich weiß nicht. Als das erste Mal ein hilfloses Opfer in meinen dornreichen Körper gezwungen wurde und es mich ausgiebig mit seinem Blut benetzte, kam Leben in mich. Boreas sagt, dass es an dem Stein liegt, aus dem mein Kopf geschnitten ist. Ein Stein von den Sternen. Seine blutsüßen Geschmäcker regen meinen Geist und meine Lust an. Okay. Gut. Wollen wir gucken, ob wir das Ding kaputt hauen können? Weil sie hat ja offenbar Sternenstein in sich. Das Ich könnte glaube, man ja da natürlich passierte tun. nichts. Vielleicht hilft es irgendwie. Also ihr könnt sie erlösen, indem ihr auf sie einschlagt, aber es passiert nichts weiter. Also keine Erfahrungspunkte, kein Schatz. Steht hier nicht. Es steht nur, es Na passiert gut, nichts erlösen weiter. wir sie. Ja, ein Blutstein. Bei Sigurds Bart. Welch ein Fund. Okay. Jahan will mit uns Oh quatschen, ja. aber... Ich bedauere sie, diese eiserne Jungfrau oder vielmehr der Geist des Mädchens, der darin gefangen ist. Ihre Notlage ist eindeutig das Werk von Dämonen. Nichts anderes könnte sich so sehr daran erfreuen. Wünsche immer und immer wieder neu zu entfachen, nur um dann jedes Mal die Erfüllung zu verweigern. Sollte es eine Möglichkeit geben, sie aus dieser Misere zu befreien, sollten wir sie nutzen. Denn es ist besser zu sterben, als von Dämonen verflucht zu sein. Sie ist Sehr schon gut. tot. Jahan hat nicht ganz gerafft, dass wir uns schon längst um diese eiserne Jungfrau gekümmert haben. Das ist halt auch so bescheuert, wie das schon wieder ausgedrückt ist. Ich meine, das Ja. erste ist, wenn sie einen Hals hätte, würde ich ihn aufschlitzen. Ein Leben wie das ihre ist nicht lebenswert. Ja, man kann sich ja auch anders ausdrücken, zu sagen, du hast recht, Jahan, wir sollten dieses arme Wesen erlösen, Ja. denn niemand sollte solch Qualen erleiden in seinem Leben. Aber nicht wie, ja, wenn sie was zum Abpacken hätte, würde ich es tun. Das sind ja wohl immer noch zwei verschiedene Ja. Punkte, als zu sagen, ich lasse sie leben, weil ich traue mich nicht, sie zu töten, oder ich töte sie, weil ich das Gefühl habe, es ist Gnade für sie. Was ja eher unsere Motivation auch gerade gewesen ist. Deswegen ist, wir würden halt wieder widersprechen, wenn wir halt sagen, als wenn ich zumindest sage, kann sein, dass sie leidet, aber immerhin lebt sie. Wir sollten nicht zu schnell sein, über den Tod zu verfügen. Ja, aber Aber ich würde eher auch das sagen, also ist mir weil. ganz ehrlich, ich bin irgendwie wäre ich froh oder wäre mal. Also über eine Reaktion vom Spiel, dass Jahan sagt, okay, alles klar, wir kommen irgendwie nicht zusammen oder so, ich gehe jetzt. Aber nein. Ich sage jetzt auch lieber das, weil das Ding ist, Ja. theoretisch würde ich das sagen, weil ich habe ja auch gerade so gehandelt, aber es geht nicht darum, so, ich würde ihn aufschlitzen. So, Nee. so redet doch keiner, der sagt, du hast recht, der Tod für dieses Wesen wäre eine Gnade. Nee.
Okay, eure Methode würde ihr Leiden verlängern. Zu diesem Zeitpunkt wäre es ein Akt der Freundlichkeit, sie niederzumachen. Richtig. Das, was einige einen Gnadentod nennen, ist trotzdem eine Tötung und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Würde ich auch sagen. Ich weiß, wir haben sie getötet, aber trotzdem. Euer Verstand ist nicht allzu zielgerichtet. Er schweift durch das Sumpfgebiet der banalen Moral mit sträflicher Unbekümmertheit. Viele halten das Leben für etwas Heiliges oder noch schlimmer, für ein Geschenk der Götter, aber über das nur eben diese Götter bestimmen dürfen. Aber Leben ist niemals gottgegeben oder heilig, und wenn es von Dämonen in den Staub gezerrt wird, ist es unsere Pflicht, es ohne zu zögern zu beenden. Vergesst das nicht. Ja, Jahan. Jahan, quatsch doch immer nicht so eine Scheiße, ey. So, haben wir eine Teleportationsschriftrolle dabei? Das Ding ist nein, aber Jahan kann teleportieren. Dum-dum. Denn wir haben jetzt uns mal kurz in einer kleinen Lösung schlau gemacht. So ganz eindeutig konnte man uns keinen siegessicheren Weg sagen, der uns jetzt an diesem Hindernis hier vorbeiführen wird. Einer davon ist aber, dass man eventuell sagt, man nutzt Teleportationsfähigkeiten, um in die Mitte des Raumes zu gelangen und dort die Falle zu deaktivieren, die Lava auslösen wird, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, und der Das Beste, heißt, der von uns entschleichen ist, sollte das machen. das müsstest aber auch, glaube ich, wieder du sein. Steht Also, das nochmal? wo steht denn das? Gute Frage. Wo findet man sowas? Hat das mit Bewegung zu tun? Mit Gewandtheit? Theoretisch, oder? Hm. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht böse Taten? Böse Taten. Schleichen. Habe ich Ah, eins. oh, okay. Fertigkeiten, ne? Böse Taten, genau. Da habe ich null. Okay. Dann habe ich mehr. Das stimmt. Okay. Jahan, geh weg von mir. So. Dann darf er mich gleich. Bitte funktioniere. Dieser blaue Punkt dort, Leute, übrigens, für den Fall, dass ihr nicht wisst, was ich meine. Dort wird wohl anscheinend die Lava rausgepumpt. Es passiert nur immer so schnell, dass man es nicht ganz sieht. Okay, ich glaube, du musst ein bisschen näher mit Jahan ran. Glaube ich, oder? Ja, so ungefähr. Und die Chance, die man hat, ist, dass man halt eben einen Spieler halt eben dorthin teleportiert, der dann schnellstens versucht, das zu entschärfen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Achso, ja, stimmt. Erst liegst du natürlich am Boden. Aber du bist da! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Ja! Okay, warte. Ich speichere trotzdem nochmal kurz schnell. Warte, warum ist da Da ist noch noch eine eine. Falle? Sind dort mehrere? Was das? Ja, dort ist noch eine Truhe. Soll ich es riskieren? Erstmal machen wir einen Ja. kleinen Schnellspeichern. Das heißt, Leute, für euch zu Hause, falls ihr das Divinity Original Drink Spiel mitspielt, dann müsst ihr jetzt trinken. Ja. Wir machen das nicht mal mit Absicht. Das ist halt so, Leute, ne? Ich finde übrigens sehr geil, dass das Teleportieren eines Freundes automatisch heißt, er teleportiert dich trotzdem aus größerer Höhe, damit du Schaden bekommst. Ja. Ne? Man sollte meinen, Jahan als Meister der Magie vielleicht sollte das irgendwie abwenden können. Genau, okay. Naja, gut, ich glaube, das brauche ich eigentlich gar nicht machen, weil die mich ja trotzdem sehen, ne? Und die Falle kann ja jetzt nicht mehr ausgelöst Ja, werden, aber genau, ich wollte gerade richtig? sagen, theoretisch, es darf eigentlich kein. Keine Lava darf da eigentlich mehr kommen. Also eigentlich sollten wir jetzt in trockenen Tüchern sein. Hey, sie haben dich trotzdem nicht Hey. bemerkt. Aber ich glaube, sobald Warum du die kann ich Truhe nicht an öffnest. den... Ah, okay. Ja, nice! Suck it, Loser! Schön. Daniel, du kannst mir gerne demnächst ein bisschen was rüberschmeißen, wenn du bald zu voll sein würdest. Ja, ich muss das Mojahan wieder mitnehmen. Kann ich die Typen kaputt hauen? Kann ich das machen? Ja! Unverwundbar. Oh. Kann ich hier was stehlen? Nee. Galvanisiert. Gerade wurde galvanisiert. Oh, danke für diese Erklärung. You don't say. Ah, schön. Okay. Jetzt weiß ich das nächste Mal, wenn ich irgendwo erklären muss, was Galvanisierung bedeutet. Ja, Ach, da wurde jemand galvanisiert. Ganz Mann, klar. Jemand oder etwas. das Ding ist, ich wollte gerade untersuchen und ich dachte mir so, hä,
was zur Hölle, warum steht bei mir nicht auch, dass er unsterb, also dass er nicht keinen Schaden Das nehmen steht kann? nur da, wenn man ihn angreift. Genau. Aber ich hätte gerade Madora aus Versehen anvisiert, weil sie mir dazwischen war. Ey, das Lustige ist übrigens, ich habe gerade gesehen, dass da steht, die haben minus 10% Widerstand gegen Feuer. Wie erbärmlich lächerlich ist das denn? Die Ja. müssten theoretisch eigentlich durch ihre eigene Falle vernichtet werden, aber nein, sie sind ja unverwundbar. So, auf jeden Fall, ja, wir haben den Teleport hier, den Wegpunkt freigeschaltet. Das ist schon mal immer ganz nett, dass der hier so früh, dass dann hier was zu finden ist. Kommt man an die Kiste hier hinten ran? Ja, aber nichts drin. Okay. Wollen wir wieder eine Kiste mitnehmen? Erstmal nicht bei mir. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass das jetzt erstmal alles ist, wo wir irgendwie Kistenrätsel machen. Das so langsam hätte ich wirklich großartige Lust, mal wieder was zu zerhacken oder so. Da ist ein Hebel. Das müsste jetzt der Hebel gewesen sein, von dem sie ja geredet hatten, um. Ach so, um die. Er lässt mich nur nicht ran, weil die Fackel. Jetzt. Das hätte jetzt, glaube ich, das sein müssen, dass die Ja, Lava genau. deaktiviert wird, anstatt die Fallen zu entschärfen. Aber spielt für uns eh keine Rolle mehr. Okay, weiter hier drin. Hier ist wieder irgendwas. Nein, echt jetzt, da ist doch nochmal sowas. Aber nur dort, auf der Seite. Das heißt, dann geht's da vermutlich um irgendeine Schatztruhe oder sowas. Ja. Okay. Ich riskiere es mal. Nicht du, Jahan. Ich riskiere es. Okay, also hier kann man weiter. Also dahinter ist. Sehe ich irgendwas? Ich weiß Aber nicht, der was da dreht sein soll. sich doch nicht, ne? Hä? Doch, der bewegt sich, glaube ich. Ich meine, ich habe ihn bewegen sehen. Ja, er bewegt sich. Aber was Okay. ist da? Da ist doch gar nichts, oder? In der Ecke ist eine Doch, da Truhe. stimmt, da hast du recht. Soll ich es probieren? Ich weiß nicht. Also ich müsste ja nur in der Zeit, wo er wegguckt, die Falle entschärfen. Das stimmt natürlich. Wir können natürlich einmal kurz schnell speichern, dann können wir es natürlich versuchen. Ich meine, wer weiß, vielleicht ist da der letzte Scheiß in der Truhe drin, den man haben kann. Das wäre natürlich auch nicht übel. Und wir müssen es diesmal ja immer nicht mal mehr mit nicht mal mit Teleportieren machen. Genau, ich würde gerade sagen, schmeiß nur kurz Jahan raus. Und dann können wir es gerne gleich mal kurz versuchen. Was? Er hat nicht in meine Richtung Nee, er hat nicht in geguckt. deine Richtung. Okay, dann lassen wir die Truhe halt eben Truhe sein. Wir laden noch einmal schnell, Leute. So, da sind wir Gut. wieder. Und ja, wir haben uns jetzt einfach entschieden, die Truhe soll halt einfach mal da schön bleiben. Dann ist das halt jetzt so, weil ich sehe hier jetzt auch nichts, womit man sonst hier irgendwas deaktivieren könnte. Ich wüsste halt nicht wie. Das ist ja noch lächerlicher hier. Und ja, gehen wir einfach ein bisschen weiter, um jetzt wirklich endlich langsam mal hier mehr von diesem Gefängnis sehen zu können. Das wird ja halt echt wirklich lächerlich. Ich wette, hier ist auch noch irgendwie eine Falle oder sowas. Okay, nö. Nö. Was wartet hier auf uns? Das sieht schon wieder nach. Da Ja, da ist kommt jemand jemand. an. Okay, er kämpft. Nee, er ist grün. Tatsache, stimmt. Ah, es ist Ahu, oder? Ja, es ist Ahu. Er hat natürlich schon hier auf uns gewartet. Natürlich hat er das. Natürlich. Quenjäger, ihr habt uns gefunden. Da ist sie endlich. Ikara. Aber seht sie euch an. Das Eis, in das ihr eingeschlossen wurde, ist so undurchdringlich, dass keiner meiner Zauber auch nur etwas mehr als an der Oberfläche gekratzt hätte. Ich bin ratlos. Ich gebe es unumwunden zu. Denn ich habe keine Ahnung, welche Magie oder gar welche Quellenmagie sie zu befreien imstande wäre. Es muss einen Weg geben, Ikara zu befreien. Wie schon gesagt, bisher waren all meine Versuche, sie zu befreien, ungefähr so erfolgreich wie der Versuch, vor seinem eigenen Schatten davon zu rennen. Nein, nein, ich glaube, wenn wir Ikara befreien wollen, müssen wir diejenige Person finden, die sie überhaupt in dem Eis eingeschlossen hat. Diese frostige Magie ist nicht Leandras Werk. Das riecht ganz nach Boreas. Der Winterkönig hat ihr das angetan und somit ist der Winterkönig der Schlüssel. War ja irgendwie klar. Ja, ich wollte gerade sagen, na, ein Glück, dass wir uns hier unerkannt reingeschlichen haben und das keinen Sinn gemacht hat. Ja, nee, gut, okay. Schön. Das heißt, wir müssen doch. Warte mal.
Von hier aus kommt man nicht mal zu dem hin? Wir sind hier umsonst reingekommen? Nur für die Information, dass es nicht aufgeht? Dieses Spiel hat doch einen Dachschaden. Dann lass uns gleich... Eine ganze Folge Minen entschärfen. Fast eine weitere ganze Folge, um einer weiteren Falle vorbeizukommen. Nur um hierher zu kommen. Nicht mal guter Loot oder sowas. Nicht mal ein großer Pulk Erfahrungspunkte. Gar nichts. Oh mein Gott. Ja, jetzt können wir hier die bestimmt diese... Ja, das heißt, wir müssen jetzt trotzdem diesen straighten Weg hier nehmen, um zu versuchen, hier reinzukommen. Oder halt hier rüber, das weiß ich jetzt nicht ganz. Aber ich nehme an, straighter Weg ist eine ganz gute Idee. Aber hier müssen wir auf jeden Fall dran denken, dass wir dieses Ding lesen. Oh. Das ist aber kein Problem. Ich habe nämlich eine verdammte Feuerwaffe. Ihr blöden Hunde. Ihr denkt... Quatsch. Ihr glaubt, ihr seid vorbereitet auf das, was jetzt kommt? Ein Scheiß seid ihr. Bam. Ich mache euch kaputt. Ein nach dem anderen, Alter. Kommt her hier. Zack. Ihr habt keine Chance, Leute. Mann, ey. Extra reingeschlichen, Informationen über den Geheimgang, sonst was. Ja, nice. Wie oft kann man eine Schwarze treffen? Ah, gute Frage. Ich würde aber vorsichtig sein, nicht, dass die auch irgendwas auslösen hier. Oh ja, aber vielleicht ist hier dann diese Schriftrolle wichtig, die wir gefunden haben, damit endlich etwas passiert. Dann muss nur etwas vorgehen, damit er auch Schaden... Ach nee, jetzt glaube ich, hat er keine... Oder die beschwören lediglich die Eiselementare. Weil der hat gerade eben auch gesagt, Eindringlinge erkannt. Das war's schon wieder. Ey, aber Jahan hat diesmal nicht dafür gesorgt, dass seine Teamkameraden fast sterben. Das stimmt. Oh, ich sehe gerade, Madora hat ja bereits andere Fähigkeiten, das habe ich ganz vergessen. Er stürmt jetzt einfach nur auf ihn ein. Wir probieren's. Zack. Und zu guter Letzt nochmal einen Schlag mit dem Feuerspeer und Pam! Weg sind sie! Ah ja, Tatsache! Da zerfallen die direkt. Oh nein, da kann man wieder auf die Fresse fliegen. Nein! Ah! Lass mich in Ruhe, Madora! Ich nehme an, hier kommen jetzt gleich nochmal welche, genau. Mhm. Gut, aber das ist sehr easy. Nein, ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so hart. Oh Gott, wieso? Wieso bist du so grausam? Jetzt darf ich erstmal mit meinem Charakter 2 Runden einfach nur auf dem Boden liegen. Wenigstens sind es einigermaßen angemessene Erfahrungsmöglichkeiten. So, wenn sie diese Fähigkeit macht, bin ich jetzt mal gespannt, ob sie denn auch hinfallen darf. Nee, darf sie nicht. Schön. So, immerhin. Bisschen Schaden hat sie verursacht. Wow, die konnten jetzt sogar was tun. Okay, der hat nichts geschafft. Er hat was geschafft, krass. Aber nur Alter. Zur Hälfte. Wie, was sind denn das für richtige Lappen? Okay, sehr schön. Nur noch der ist übrig. Den greift Jahan jetzt einfach nur an. Und dann haben wir das. Wieso ist dein Haupteingang einfach weniger schlimm bewacht als irgendein geheimer Kellereingang? Schön. Da war gerade dieser Gegenstand, den ich aufheben wollte. Es klappt wieder nicht, weil Madora mir im Weg steht. Ah.
Steh schon auf, Keule, dein Rücken ist doch sowieso nicht. Genau, dieses Energiefeld sieht undurchdringbar aus und ich glaube, das ist es. Da müssten wir jetzt irgendwie dieses Buch für verwenden können. Sprecht die Zauberformel, die ihr unter den besiegten Marklosen gefunden habt. Genau. Zack. Die Stimmen klingen zufrieden, dann entfernen sie sich und verschwinden. Ja! Ja! Okay, Chefhaus. aber ich glaube, es ist langsam wieder an der Zeit. Ja. Ne? Und ich weiß es gerade nicht. Die Episode wird vielleicht etwas kürzer sein. Ich habe gerade nur eine Zeit auf dem Schirm, wie lange wir aufnehmen. Und da fliegt ja ein ganz klein bisschen was raus wegen den Neuladen. Aber jetzt, demnächst, wirklich. Du hast Begrüßung gemacht? Ja. Das, okay, sorry. Entschuldige. Alles gut. Vergesst, was ich gesagt habe. Nein, vergesst es nicht. Ja, weil Nubiwan halt immer auf die Zeit guckt, deswegen weiß er, wann Schluss sein muss. Er hat eine große, große Verantwortung und da bewegt sich was. Oder sieht das nur so aus? Naja, danke, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr seid nicht allzu betrunken. Jetzt schon. Ich Es hoffe kommen bestimmt schon, noch ich ein paar meine. Teile. Also ich schätze schon, wenn ihr das wirklich durchziehen wollen würdet. Das wäre ganz schön heftig. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, mit was ihr euch dieses Let's Play schmecken lasst. Und wir sehen uns einfach wieder nächsten Sonntag, versprochen. Also, wir versuchen es. Ne, wir versuchen Versprechen können wir es. es nicht. Ey, dieses Let's Play läuft jetzt seit über einem Jahr. Ich glaube, keiner Ja. kann uns einen Vorwurf Bei machen. uns wird auch ständig im Haus gebohrt Das stimmt. und renoviert und irgendwas gemacht. Das ist total Da kann man nervig. halt nicht aufnehmen dabei. Kann man so nicht Ja, arbeiten. kann man echt nicht. Ja. Glaubt uns, es ist einfach furchtbar. Naja. Nichtsdestotrotz, bis zum nächsten Mal. Ciao. -i. Tschüss.